Hallo Kollege, übernehmen Sie bitte jetzt diesen IC nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Aktuell haben wir eine Signalstörung im Flughafen Fernbahnhof. Deshalb werden Sie heute über den Flughafen Regionalbahnhof fahren. Es sollte ansonsten eine ruhige Fahrt werden. Drücken Sie nun die Taste T, um die Fahrgäste einsteigen zu lassen. Sobald alle an Bord sind, dürfen Sie abfahren. Gute Fahrt. Ja, damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Train Simulator 2022 zusammen mit mir. Ich bin der Danny, spielt das. Das ganze Szenario stammt von JTG Join Together. Es handelt sich um den IC-Mod von 3D-Zug und nennt sich der kurze Sprung. Ja, ihr seht, wie lange das Szenario geht. 35 Minuten circa. Und ich werde jetzt einfach mal starten. Öffnen die Türen und rüsten hier mal unser Fahrzeug auf. Das heißt, Licht an. Zack. So. Dann PZB, IFA und LZB. Wunderbar. AFB wird er wohl nicht haben. Okay, lassen wir das mal einfach so. Schauen uns mal ein wenig hier draußen um. Ja, und da noch eine schöne S-Bahn reingefahren kommt. Hinten dran habe ich uns eine schöne 101 von Virtual Railroads dran gesetzt. Mit dem Gewand von Stadtwerke. Und ich finde das sehr schön. Mal in einem schönen Blau, nicht immer dieses Rote. Mein Stadtwerke gemeinsam stark. Sehr, sehr schön. So, wir haben Abfahrt. Dann heißt, wir mal schnell nach vorne gehen. Beziehungsweise. So, wir werden. Auf geht's! Der Sound ist natürlich auch ganz anders von der 101, ihr hört es. Wunderbar. So, wir hüpfen in unseren Führerstand. Gucken, ob wir uns befreien dürfen. Das ist der Fall. Wunderbar. So, 80 ist nach wie vor angegeben oder vorgegeben. Sie verdrücken wir natürlich. Und haben jetzt gut 27 Kilometer. Oh, wir sind zu schnell. Viel zu schnell. Ei, 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 ei. So, Frankfurt am Main Hauptbahnhof Bahnsteige 6 ist dann unser letzter Halt. Zuvor kommt Frankfurt am Main Flughafen Regionalbahnhof. Der Fernbahnhof ist ja wie gesagt gesperrt. So, Scheibenwischer wollte ich aber nicht anmachen. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im IC der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof.
Aufgrund einer Signalstörung werden wir heute leider nicht am Frankfurt Flughafen Fernbahnhof halten, sondern auf den Regionalbahnhof ausweichen. Wir wünschen Ihnen dennoch eine angenehme Reise. So, jetzt haben wir auch die Scheibenwischer wieder aus. Die sind ja nun wirklich nicht nötig. So, dann dürfen wir auch gleich 130 fahren. Und habt ihr auch gerade die nette Ansage gehört? Es ist sehr, sehr schön ruhig in diesem Steuerwagen, das muss ich wirklich sehr sagen. Also, da kommt uns ein ICE-3 entgegen. Wunderbar. Haben wir auch gleich mal gehornt. Sehr, sehr schön. Wunderbar. So, das war 120. So, und dann gleich 140, perfekt. Mal schauen, ob hier noch LZB zum Tragen kommt. Das wäre natürlich klasse. Aber im Moment deutet nichts darauf hin. Naja, vielleicht kommt das noch. SIFA macht sich auf jeden Fall lautstark bemerkbar. Also die ist nun wirklich nicht zu überhören. So hört sich die 101 an. Wunderschöner Sound. Ist übrigens der Soundmod von Linus. Falls jemand wissen will, woher das kommt. Also eine traumhaft schöne Kombination. So, sieht ja sehr bewölkt aus. Schauen, ob es gleich noch Regen gibt. Warten wir es einfach mal ab. Ändern können wir es sowieso nicht. Ein bisschen bremsen, sie verdrücken währenddessen. So. Traumhaft. Nur bis jetzt leider etwas wenig KI-Verkehr, um ehrlich zu sein. Währenddessen hier dann doch einiges an Güterzug, an Güterrollmaterial rumsteht. So, da vorne oder da hinten vielmehr ist dann wieder so eine richtig schöne Kombi. 100, 160 oder nur 60 oder was gibt es da an Geschwindigkeitsbeschränkung? Bin gespannt. Oh, ein schönes Formsignal. Wunderbar. Na egal.
So, wir nähern uns Rüsselsheim. Perfekt. Das jetzt. So, ja, gehen wir mal raus. Ist gesehen. Jetzt geht's wieder hoch, jetzt geht's wieder runter. Sehr, sehr schön. Was ist denn das jetzt hier für ein. Da kommt noch ein Flirt. Stimmt denn hier jetzt nicht? Ein Bug im Spiel. Also das geht mir doch jetzt tierisch auf den Sack. Ja, machen wir erstmal weiter. Vielleicht gibt sich das ja noch. Jetzt hat es aufgehört, Gott sei Dank. Ein kleiner Bug, anscheinend. So, feste Zeiten haben wir nicht. Das nimmt uns so ein bisschen den Zeitdruck. Da kommt Raunheim. Also so bewölkt und so dunkel, wie es aussieht, würde mich nicht wundern, wenn es dann gleich noch anfängt zu regnen. Entschuldigung. Was kommt da? Eine 155 mit Güterzug. So, dann sind es jetzt noch gleich 10 Kilometer bis Frankfurt Flughafen. Und dann sind es noch gut 20, ja, 12 Kilometer bis Frankfurt selber, also bis zum Hauptbahnhof. Raunheim-Mönchwald durchfahren wir gerade. Dann kommt Raunheim-Brunnen-Schneise. Auch noch nie gehört. Übrigens, es gibt ja Kritik an diesem IC-Mod von 3D-Zug. Also ich habe mir von mehreren Seiten sagen lassen, dass der wohl nicht so gut ankommt. Ich für meine Begriffe muss sagen, ich finde ihn toll. Klar, er hat ja noch seine Fehler, aber vielleicht kommen da ja noch Bugfixes und neue andere Update-Versionen, die man dann auch irgendwie herunterladen kann. Das wäre natürlich super. Ansonsten finde ich den richtig schön, er ist voll begehbar, er hört sich toll an wie er rollt, vom Fahrgeräusch her. Viele sagen, er sieht vorne nicht so toll aus. Ich weiß nicht, was daran zu meckern gibt, ich finde ihn toll. Aber das ist auch wie immer Geschmackssache. Der eine findet ihn toll, der andere nicht. Naja. Der Türsound könnte sich noch bemerkbar machen, das ist noch ein Punkt, der mich ein wenig ärgert, aber naja, das sind alles so Dinge, Kleinigkeiten, die vielleicht noch in den nächsten Versionen gefixt werden. Man weiß es nicht, man kann nur abwarten. Da kommt es ein Tweetchen entgegen, 4.25, sage ich jetzt einfach mal. Und da vorne kommen uns Geschwindigkeitsbeschränkungen entgegen, weil es sind jetzt nämlich gleich nur noch 6 Kilometer bis Frankfurt. Bis zum Regionalflughafen.
Und da haben diese Geschwindigkeitsbeschränkungen schon durchaus ihre Berechtigung. Mal ein bisschen auf die Bremse gehen. So. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Kann das jemand von euch erraten? Ja, wo wir hier gerade sind? Lesen könnt ihr es wahrscheinlich nicht, außer einer war schnell, aber wo sind wir hier? Schreibt es gerne in die Kommentare. So, mal wieder ein bisschen aufschalten. Und dann sind wir auch gleich schon an unserem ersten Halt. Noch 3 Kilometer bis Frankfurt Regionalflughafen. So, wenn ihr mal ein bisschen abbremsen, weil es da doch steil bergab geht. So, mal ein bisschen langsamer werden. Wir stehen hier unter Einfluss. Und befreien dürfen wir uns nicht. Jetzt los. Ach so, ich dachte schon, ich hätte eine Zwangse. Aber nein. Das war nur, weil ich auf der Bremse war. So, ich will uns befreien. Ja. Sehr schön, dann hat das ja schon mal funktioniert mit der PZB. War da nämlich. Gut, dass ich noch nachgebremst habe. So, und da rollen wir rein in den Regionalbahnhof. Relativ pünktlich, würde ich sagen. Können aber die Bremsen noch etwas loslassen, wenn wir noch ziemlich am Anfang des Bahnsteigs sind. Können jetzt mit den Bremsen anfangen. So.
damit wären wir an unserem ersten Halt am Regionalbahnhof Frankfurt am Main Flughafen. Ja, besonders viel los ist hier jetzt gerade nicht, aber dem ist dann halt so. Auto lohnt sich jetzt hier nicht, würde ich sagen. Machen wir gleich. Finde schon noch irgendwo ein Plätzchen und ein schönes Screenshot machen können. So, auf geht's. Lösen die Bremsen. Türen sind noch nicht zu. Jetzt aber. Auf geht's. Ach, ich muss nochmal auf. Nullstellungszwang. So, hören Sie mal kurz draußen den Sound an. Wunderschön. Wunderschön. So, müssen wir hier aufpassen wegen der PZB und wegen der SIFA. Dass wir jetzt kurz vor Schluss noch eine Zwangse kassieren. Fürs Erste. Tiefer. So, 110, aber gleich 90. Das heißt, aufschalten bringt nicht viel. Hier sehr viel Regionalverkehr unterwegs. Das ist klar, wir sind ja auch im Regionalbahnhof. Aber irgendwie jetzt so viel Fernverkehr oder Regionalexpress habe ich jetzt noch nicht gesehen. War eigentlich immer nur diese Quitschis, nenne ich sie ja einfach mal. Ich habe das mal irgendwo gelesen. Vor ein paar Tagen. Quitschi. Und seitdem nenne ich die einfach so. Ich finde den Namen richtig süß. Quitschi. Ich weiß nicht, ob ihr da was mit anfangen könnt, aber ich finde den richtig schön. So, 110. Und dann sollen wir in 9 Minuten auch schon, beziehungsweise in 7 Minuten auch schon da sein, am Hauptbahnhof. Lass ich mich mal überraschen, ob das klappt. Zeitdruck haben wir, wie gesagt, keinen. Von daher sollten wir das Szenario erfolgreich abschließen. Wenn wir den Zug jetzt nicht nur irgendwo entgleisen lassen. Aber das sollte eigentlich meiner Begriffe nach nicht passieren. So, wir bewegen uns Richtung 100. Das ist gar nicht verkehrt. Weil wir nämlich hier den Gleiswechsel vornehmen. Und seht ihr, die 100, die sind noch 0,70 entfernt und sie kamen jetzt schon. Also es ist nicht immer richtig, also die Entfernung richtig, an der die Geschwindigkeitsbeschränkungen kommen, sondern man muss genaue Signalkunde betreiben und genau auf die Strecke achten, weil der Gleiswechsel, der kam natürlich viel, viel früher. Als die 100. Von daher kam natürlich auch die 100 dann früher. Logisch. So, wir haben 90 zu erwarten. Beziehungsweise haben wir schon. Jetzt auch wieder. So. Jetzt kamen die 90 auch wieder früher als da überhaupt angeschlagen. Also es ist wirklich manchmal Signalkunde gefragt. Man muss wirklich auf die Signale gucken. Da wieder 90, was da drauf steht. Und nicht unbedingt die gelben Zahlen, beziehungsweise die gelb umrandeten Zahlen auf der Leiste. Die haben in der Regel meistens, kommen die verspätet.
Und es gilt dann wirklich die Geschwindigkeitsbeschränkung, die auf den Hauptsignalen bzw. Vorsignalen stehen, weil die in der Regel um einiges früher kommen und auch früher greifen. Und gerade wenn das dann PCB verbunden ist, kann das sehr schnell zu Zwangsbremsungen führen, wenn man dann noch zu schnell ist. Und immer dran denken, SIFA, SIFA, SIFA drücken. In der Realität alle 30 Sekunden drücken und loslassen. Ansonsten gibt es da auch eine Zwangsbremsung. Und dies dient natürlich der Sicherheit aller der Fahrgäste, der Lokführer und der anderen Lokführer und Fahrgäste, damit es eben keine führerlosen Züge gibt. Wenn zum Beispiel der Lokführer irgendwie ein gesundheitliches Problem hat, bewusstlos wird und dann der Zug ja führerlos durch die Lande rollt, das will man natürlich vermeiden. So, 60. Und deswegen gibt es die Sicherheitsfahrschaltung. Oder Sicherheitsfahrschalter, so nennt er sich, glaube ich, ganz korrekt. So, 60. So. Müssen noch bremsen, bremsen, bremsen. Wir uns befreien? Nein. Das heißt, wir müssen hier quittieren. Rein dürfen wir uns nicht. Das heißt, wir bleiben jetzt schön bei 60. Und drücken die SIFA. Jetzt dürfen wir uns wieder befreien. Jetzt haben die 1000 Hertz aufgehört zu blinken. Waren doch die 1000, ne? Ja, 1000 Hertz. Unter der 85 da die gelben 1000 Hertz. Die waren vorhin aktiv. Und wenn die aktiv sind, dann darf man sich auch nicht befreien. Und dann sollte man auch die geforderte Geschwindigkeit erreichen, beziehungsweise schnellstens dahin kommen, weil sonst gibt es auch eine Zwangsbremsung. Also es sind viele Komponenten, die da zusammenspielen, die zu einer Zwangsbremsung führen können. Und wenn man da nicht aufpasst, dann bleibt man unfreiwillig mitten auf der Strecke stehen. Und das kann unter Umständen sehr böse werden, weil dann natürlich Verspätungen da sind, Ärger mit dem Fahrdienstleiter und. Und das will man natürlich vermeiden, indem man dann, oder das kann man vermeiden, indem man ganz genau auf die Signale achtet und natürlich auf die Geschwindigkeit, die gefordert ist. Wie hier jetzt zum Beispiel gleich 40. So, wir müssen jetzt gleich am nächsten Signal auch wieder quittieren. Sehr geehrte Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Frankfurt am Main Hauptbahnhof auf Gleis 6. Die 1000 Hertz sind, glaube ich, wieder aktiv, oder? Ja, sind aktiv, wir können uns nicht befreien. Können Sie mit dem RE 55 nach Bamberg fahren, Abfahrt auf Gleis 4. Nach Berlin-Gesundbrunn mit dem ICE 831 um 15.02 Uhr von Gleis 13. Nach Heidelberg mit dem RB 68 um 15.06 Uhr von Gleis 10. Der RE 2 nach Koblenz Hauptbahnhof um 15.08 Uhr von Gleis 19. Oder der ICE 628 nach Essen Hauptbahnhof um 15.10 Uhr von Gleis 7. Bitte beachten Sie auch die örtlichen Lautsprecherdurchsagen vor Ort. Da dieser Zug hier endet, möchten wir alle Fahrgäste bitten, diesen Zug zu verlassen. Wir bedanken uns für die Reise mit der Deutschen Bahn und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Rein dürfen wir uns immer noch nicht. Das heißt, wir bleiben weiterhin bei 40. Ist ja auch gefordert. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt bis zum Hauptbahnhof uns noch befreien dürfen. Weil schneller als 40 werden wir auch nicht mehr fahren dürfen. Von daher macht das schon Sinn. Nein, wir wollen noch nicht stehen bleiben.
30 stand da. Es wird zwar vielleicht noch ein bisschen dauern, aber allzu lange auch nicht mehr. Von zweiter hin nicht. Weil da vorne gibt es auch nochmal ein Signal. Ein Hauptsignal mit Sicherheit, wo dann 30 kommt, wo wir dann quittieren müssen. So, wir rollen auf Gleis 06 ein. In den Frankfurter Hauptbahnhof. Ein wenig später als gedacht. Aber das ist, glaube ich, in diesem Fall nicht so tragisch. So, wunderschön. Die Hochhäuser von Frankfurt, die Skyline, einfach nur traumhaft. So, SIFA drücken. Und dann jetzt gleich noch die PZB quittieren. Und dann haben wir es eigentlich geschafft. Da kommt das Zwergsignal, beziehungsweise das Signal hier rechts, wo die 30 sind. Befreien, wenn wir uns nicht mehr dürfen. Das ist jetzt auch sinnlos. Dürfen wir zwar trotzdem, aber dürfen ja nicht mehr weiter als oder schneller als 30 fahren. Von daher macht das jetzt nicht mehr allzu viel Sinn. Aber ich habe es jetzt trotzdem mal getan, damit wir nicht mehr unter Einfluss stehen. Und so rollen wir völlig zwangsfrei und einigermaßen pünktlich und heile in den Frankfurter Hauptbahnhof ein. Ich könnte schon mal den Leistungsfahrschalter nach hinten verlegen, weil lösen noch ein letztes Mal die SIFA aus. Lass uns noch ein wenig rollen. Auch den ganzen Bahnsteig ausnutzen. So, wir öffnen die Türen. Und dann war's das für heute mit diesem Video und mit diesem Szenario. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich für meine Begriffe bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich diesmal erst absolut zwangsfrei bis hierher geschafft habe. Meine PZB-Kenntnis wird oder Kenntnisse wird immer besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und ja, ich würde sagen, wir haben das gut gemacht. Und mit diesem Bild hier von der Skyline in Frankfurt Hauptbahnhof würde ich sagen, beende ich das Ganze. Bleibt mir treu, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt einen schönen Abend, habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal im neuen Video. Bis dahin. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Bye. Bye.